Ja, ein recht herzliches Hallo und willkommen wieder zu meinem YouTube-Kanal an alle Kuh- und Teichfreunde. Vor circa 4 Wochen habe ich an unserem Teich eine Kalium-Permanganat-Behandlung durchgeführt und mittlerweile seit knapp 3 Wochen hat sich jetzt unser Teich wirklich stark eingetrübt und wir haben hier in Österreich im Moment tropische Hitze. Wir haben Temperaturen im Schatten von 35 Grad Celsius und mehr, in der Sonne vermutlich über 40 Grad. Nun und heute oder jetzt muss ich wirklich am eigenen Leib einmal verspüren, wie schwierig eigentlich die Ratschläge sind, die ich mir selber öfters gibt, nämlich geduldig zu sein und einfach abzuwarten. Ich weiß zwar, wie ich diese Algenblüte mit relativ einfachen Mitteln schnell beseitigen könnte, aber ich habe mir zum Ziel gesetzt, hier der Natur einmal Zeit zu geben und diese Algenblüte wirklich abzuwarten, bis sie von selber vergeht. Das Ganze zehrt mittlerweile irrsinnig an meinen Nerven. Also ich verstehe jetzt auch an jeden, der einen grünen Teich hat und den nicht klar bekommt, wenn der irgendwo im Laufe der Zeit verzweifelt. Allerdings, und das muss ich dazu sagen, durch unsere tropischen Temperaturen im Moment fühlen sich die Fische bei diesem wirklich trüben Wasser pudelwohl. Also den Fischen gefällt diese grüne Brühe und ja, es ist sicherlich gerade in Bezug jetzt auf diese extreme Sonneneinstrahlung von Vorteil, dass wir hier ein trübes Wasser haben. Ja, auf alle Fälle werde ich das Ganze jetzt weiterhin beobachten, werde euch am Laufenden halten, wie lange das jetzt dann wirklich dauert, bis das der Teich von alleine wieder aufklart. Ich denke, dass da noch einige Tage, vielleicht sogar Wochen vergehen werden, bis das biologische System Teich wieder so weit intakt ist, dass der Teich von alleine aufklärt. Bis dahin heißt es jetzt einmal, sich in Geduld zu üben und das Ganze einfach auszusitzen. Ja, und natürlich ist bei Algenwasser oder bei starken Schwebealgenbefall wichtig, dass man immer daran denkt, dass Algen am Tag viel Sauerstoff produzieren, aber gerade dann in den frühen Morgenstunden das Ganze sich umkehrt und diese Algen Sauerstoff zehren. Also hier die Sauerstoffwerte im Wasser im Auge behalten und auch sonst die Wasserwerte regelmäßig kontrollieren, um da eventuellen Problemen entgegenwirken zu können oder das rechtzeitig zu erkennen. Ja, so viel zu einem kurzen Teich-Update, wie es im Moment bei uns am Teich aussieht. Wie gesagt, es ist eine Geduldsprobe, hier das abzuwarten, aber ich denke, ich werde das durchstehen. Bis bald und mit freundlichen Grüßen, euer Roland O.